BDP ist im Bundeshaus prominent vertreten, sowohl im Bundesrat wie auch im National- und Ständerat. Das nächste Ziel? Fraktionsstärke im Nationalrat. Und das Ziel rückt jetzt in Griffnähe. Der Glarner BDP-Landrat Martin Landolt ist nämlich bereit, als Nationalrat zu kandidieren. Man hat, wenn man eine Fraktion ist, ganz normierte Redezeiten, die Möglichkeit zu der Geschäftsstellung nehmen. Das haben sie nicht. Wenn sie nicht in einer Fraktion sind, dann können sie so zu einzelnen Punktstellung nehmen, aber nicht in dem Rhythmus, wie man das kann, wenn man eine Fraktion ist. Und dann ist es auch noch eine finanzielle Frage. Wenn sie eine Fraktion sind, kriegen sie Beiträge vom Bund. Wenn nicht, haben sie die nicht. Die fehlen ihnen dann natürlich. Die BDP, wie auch der Martin Landolt selber, geniessen grosse Sympathie im Kanton Glarus. Seine Chancen und damit auch die Chancen der BDP-Fraktionsstärke sind sehr gut. Mich dünkt er sympathisch und er kämpft und geht nicht gerade so der Weg wie andere wollen, sondern hat eine eigene Meinung. Ja. Das finde ich auch, dass es braucht in Bern. Also ist sehr engagiert und ich denke schon, dass er Chancen hat. Mhm. Ein sehr sympathischer Mann, eigene Meinung und ja, setzt sich durch mit einem anderen Weg. Ganz klar. Nationalratswahlen im Kanton Glarus sind am 8. Februar. Es wird spannend.